Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist gleichzeitig der 9. Teil unserer Pferd vertraut Adventsreihe. Und diesmal nehmen wir euch mit in den Showring der Equitana Open Air, wo 2016 Devon und ich etwas über unser Aufbautraining speziell für Kissing Spines Pferde gezeigt haben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Die Atmosphäre ist der immer wirklich gemütlich. So ein bisschen den Weg nach unten zu suchen, wer hat sich jetzt schrecklich aufgeregt, hat sich zu gucken, dass das natürlich nicht ganz so fein wie zu Hause. Ja, guckt immer, dass die Pferde wirklich von der Hand wegreiten mit einer ganz weichen, feinen Türen hat. Damit sie wirklich auch hier gar nicht gestaucht werden. Also es geht immer darum, diese Wirbelsäule wirklich auseinanderzunehmen und gar nicht zusammenzuschieben. Und dann kann man diese Pferde wirklich auch gut wieder rein. Wir gucken mal, was er hergibt. Wird vermutlich jetzt gleich ein bisschen hektisch werden, erfahrungsgemäß aus den letzten Tagen, weil er eben so ein bisschen aufgeregt ist. Aber ich denke, man kann erkennen, dass dieses Pferd ganz entspannt und gelöst ist und wirklich keinerlei Schmerzen mehr zeigt. Wenn Sie überlegen, dass dieses Pferd vor einem Jahr unreinbar war und nicht mal mehr putzen konnte, den Rücken geschweige denn einen Sattel auflegen oder den Rücken wirklich bescheiden entspannt anfassen, ohne dass der Panik schob, dann denke ich, ist das für dieses Pferd schon eine riesige Leistung. Gucken wir mal, ob wir noch einen Gagneur schalten können. Gut. Auch hier sind wir immer wieder bemüht, das Pferd wirklich in die Dehnung zu schicken. Ich entlasse den Rücken sehr viel, also ich kann ihn auch einsetzen, das kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Aber es geht immer wieder darum, dass wir mit loser Hand, lockerer Hand, frisch nach vorne zu arbeiten, gelöst nach vorne zu arbeiten, immer wieder nachzugeben und zu sagen, hier, mach deinen Rücken auf, lauf dich frei, es tut nichts weh. Ich habe gar nichts in der Hand. Wir haben einfach bei uns in der Bodenarbeit gelernt, sich seine Haltung da unten selber zu suchen und auch zu halten. Gut. Jawohl. Und dass man auch wirklich alles wegschmeißen kann, dass man trotzdem weiß, wo es hingehört. Gut. Aber also, gucken wir mal, ob wir ein bisschen schließen können gleich. Gut. Und auch da geht es rum, wenn ich jetzt ein bisschen aufnehme, immer wieder mit feiner Hand zu arbeiten. Wir haben das selber ausgebildet, das ist eigentlich ein ausgebildetes Messerpferd. Er hat leider beigebracht gekriegt, das sieht man auch in der Tendenz, mit der Nase durch den Boden zu flügen. Hallo. Und immer wieder auf den Boden zu legen. Gerade deshalb ist es bei diesem Pferd besonders wichtig, frisch nach vorne zu reiten. Damit sie immer wieder auf die Linie kommen. Es geht nicht vorne hochzuziehen, sondern das Ganze wirklich etwas vorwärts zu lösen. Oh. Ja, richtig. Man muss in der Arbeit mit solchen Pferden gerne mal das Selbstschauen. Das ist ganz wichtig. Letztendlich ist es auch egal, in welcher Reichweite Sie zu Hause sind, wenn jetzt verhütet an einem Menschen. Es ist egal, ob der Gangpferd ist, ein Westerpferd, ein Zugpferd, ein Springpferd. Wie unwahrscheinlich ist am Ende immer dieselbe. Beim einen oder anderen kommt vielleicht einfach noch ein Gang dazu. Die äußerliche Form ändert sich von einem zu einem bisschen. Aber es sind alles Pferde, die brauchen sich auch noch andere Arbeiten, die eben diese Pferde es brauchen. Und man denkt es so, dass er sich aktuell unter den Zusatz von seinem Rücken her aufgrund der Lage, der Befunde, die er hat, einfach deutlich wohler fühlt als unter dem Westerpferd. Und da habe ich gesagt, wenn du Westerpferd mit einem Ressourcen sein willst, oh, ich darf es auch gerne sein, wenn es dir damit besser geht, ist das für mich gar kein Problem. Da arbeite ich sowieso reitweise übergreifend und daher komme ich immer gerne. Ich hoffe, ich konnte vielleicht den einen oder anderen ein bisschen gut machen, der vielleicht eine ähnliche Geschichte erlebt hat. Ich möchte den gerne jetzt auch überstolpern, wie gesagt, das ist seine erste Veranstaltung in dieser Größenordnung. Da ist jetzt wirklich die letzten drei Tage jeden Tag zweimal gelaufen vom Reiter und das kommt ist eine Atmosphäre, ist natürlich für ein Pferd, was tunlich im Rücken nicht verspannen sollte, auch echt schwierig. Da werden sie super geschlagen. Von daher ist es für mich jetzt Zeit, auch im Sinne des Pferdes abzusitzen und ihn dann über zu strapazieren, nur damit die Leute was zu sehen haben. Weil am Ende der solchen Veranstaltung einfach nicht zu lassen, der Pferd gehen, sondern eigentlich schon Pferd sprechen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute noch einen schönen Tag wieder mit dem Pferd. Und wenn wir jetzt besser unsere Arbeit haben, dann können wir mit dem Pferd. Das war also ein kleiner Ausschnitt aus unserem Programm auf der Equitana Open Air 2016. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Bis dann!